Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In den letzten Folgen haben wir ein bisschen die Gegend erkundet, weil das war mal nötig, weil wir diesen Planeten jetzt bald verlassen werden. Und am Ende der letzten Folge haben wir einen Schrei gehört. Diesem Schrei versuche ich momentan nachzugehen und dann werden wir die Quest weiterverfolgen und dieses Ding ins Kirchens bergen, was die wollen. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Viel Spaß. Oh. Euch habe ich nicht gesehen. Ich komme gut durch. Jetzt gedacht. Und schon muss ich wieder essen. Gott, ich sehe doch wieder den Horror da hinten, ey. So, Karte. Ich würde als erstes gerne hier unten hingehen, dann dahin gehen und dann gehen wir zurück. Das ist der Plan. Gott, hier sind versteckte Gegner. Plünder-Hooligan? Die Hooligans waren stark, ja. Ich erinnere mich. Oder lebt noch. Na komm, du mit deinem 1 HP. Lauf doch weg. Was soll denn der Mist? Kommt doch noch auf mich zugesprungen. Ist das ein Bein? Ein Arm. Das reicht aus. So, was bewacht ihr denn, liebe Hooligans? Ich sehe, ihr seid viele. Oh, war ich nicht. Verdammt. Da muss ich aufpassen, die hauen Schaden rein. Also lieber rechtzeitig erledigen. So, was habt ihr hier bewacht, Ladies? Plünderlager am Fluss. Hier hätte die auch mal eine Brücke im basteln können, ganz ehrlich. So, da wo ich war, oder? Ja. Das was ist das, was wir auf der anderen Seite gesehen haben. Rein theoretisch hätten wir von da aus schon alle wegballern können. Oh shit. Ausweichen. Headshot. Headshot. Ja, komm. Was ein Lappen. Und dann nicht mal treffen, weißt du? Oh Gott, da sind wirklich viele. Ich habe gedacht, da wäre nur noch der Hund übrig. Scheiße. Okay, ich habe den Boss noch getroffen. Oh, hallo. Oh Gott, hier waren richtig viele Gegner. Und ich töte den Hund. Ey, weißt du, dass du da bist? Versteck. Der hat mich vergessen. Ich bin genauso blind wie er. Nein.
Lauf doch nicht weg! Mann! Jetzt bleiben sie stehen. Meine Fresse. Läuft er mir hier weg? Okay, dann schauen wir uns mal hier um. Was habt ihr so Schönes hier versteckt? Außer einer Menge Leichen. Wieso verstecken die hier Leichen? Ich verstehe das nicht. Okay, das scheint euer Hauptgebäude zu sein, ja? Dann gehen wir doch mal hier rein. Ja, geil. Kein Loot, kein gar nichts. Entwickler haben anscheinend nicht damit gerechnet, dass irgendein Vollidiot hierher kommt. Geil, eine leere Kiste. Trinken nehme ich aber immer sehr gerne. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut aufgestellt wieder mit Trinken. Aber es geht sehr, sehr schnell weg. Sobald wir ein bisschen schnell reisen, yeah, alles geht da flöten. Was haben wir denn da? Oh, können wir nicht lesen. Schade. Warum auch immer die hier eine Registrierkasse haben. Anscheinend müssen die Banditen ihr Zeug selbst bezahlen. Keine Ahnung. Kriegen Lohn und können dafür Alkohol beim Chef kaufen. Nice. Traum meiner Nächte. Bei meinem Chef Alkohol kaufen. Komm, geh doch nach Hause, Alter. Was ist denn los mit dir? Krieg ich das doch bestimmt irgendwie auf, oder? Geisteshaltung. Tragekapazität. Was? Was habe ich denn verloren? Weil ich müde bin. Okay. Energy könnte ich jetzt gut gebrauchen. So, wie sieht's denn aus hier mit Hacken? 54 sind wir jetzt, ne? Oh, gut. Ungeziefer, Hab schon Ungeziefer. Bin ich überladen? Ja, natürlich bin ich überladen. Abgesickte Schrotflinte MK2. Ich denke aber, dass meine Schrotflinte besser ist, ne? Ich meine, wenn man sie auflevelt, eventuell Schaden pro Sekunde 500. Ist jetzt nicht weit entfernt davon, ne? Aber gut, weg damit, würde ich sagen. So, zu Schrott hinzufügen. Zack, 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 zack. Wenn ich das mache, kann ich doch alles automatisch bestimmt verschrotten. Nein! Du nicht, mein Freund. So, wenn ich jetzt auf Schrott gehe, ne? Fallen lassen, zerlegen, ausrüsten. Ne, ich kann sie nicht alle zerlegen. Die Hoffnung war groß, die Enttäuschung noch größer. Aber ich brauche die Waffenteile. Das reicht erstmal. Ja, so viel zu der Gegend. Können wir mal kurz hier runterlaufen, gucken mal auf der Karte, wo landen wir da? Das ist der Rückweg. Oder auch nicht. Die chillt einfach nur. Sinis! Oh, da liegt noch. Einer, der es überlebt.
Ja, zur Hölle ist Zinnis. Imosol, Flammenwerfer. Ja, gut. Irgendwann kriegen wir bestimmt eine Quest für ihn und dann ist er schon tot. Ja gut, fehlt jetzt nur noch da, wo die Mantikönigin rumlungert. Und dann können wir zu unserer Quest voranschreiten. Aber das wollte ich wenigstens getan haben. Einmal in diesem Gebiet alles zu klären und zu gucken, was hier so Schönes gibt. Laufe ich jetzt zurück oder wo laufe ich jetzt lang? Ja. So, Mantikönigin. Jetzt kriegen wir dich. Wenn ich jetzt sterbe, schmeiß ich das Spiel weg. Ist auch noch so ein Mega-Viech, ne? So, wie sieht's aus? Geht's mir gut? So gut es halt geht. Schießen wir ihr auch mal in den Bauch. Surprise! Ist jetzt gar nicht zu mir geschafft. Ha. Hallo? Jetzt behandelt eure Mutter mal nicht so respektlos. Einfach die Leiche beiseite geschoben. Unfassbar. Elektrisch geladene Oberfläche kennen wir schon. Das waren nicht die Gebäude, die ich gesehen habe. Seltsam. Dann müssen wir doch hier nochmal runter. Ich meine, jetzt wo wir alles geklärt haben, können doch die Leute wieder hier einziehen, oder? Gucken, was hier auf uns wartet. Stimmt nichts Gutes. Oh, ich weiß, wo wir sind. Yep. Das war eine Quest. Alles klar. Adieu. Hier war eine Tür, ne? Ja. Okay. Na gut, dann haben wir jetzt alles hier erledigt in dem schweren Gebiet. Im schweren Gebiet. Alles ausgeschaltet. Niemand hatte jeweils eine Chance gegen mich. Weißt du, die Aufständischen, chillen hier neben der Mega-Königin, ne? Und denken sich nichts dabei. Was sind denn das für Leute? Könnte ich auch nicht ernst meinen. Hinter denen schreit die ganze Zeit wie so eine Königin. Sie hat Hunger. Und die chillen da. Tja. In Spielen macht vieles eigentlich keinen Sinn. Ach, die sind aus dem Schiff gefallen, oder? Ach, Gottes Willen. Geht das schon wieder los? Ja, weißt du was? Geht mal zurück. Lohnt nicht. Ich hab gedacht, ich kann sie alle auf einmal zerlegen. Oh, ich hab Hunger. Ja, yeah, verwirrt. Okay, ein Stück Fleisch bitte. Wehe, ich ist irgendwas respawnt, ne? Dann raste ich aus. Ich raste aus. Muss ich mich schon wieder durchschlagen? Euer Hunger ist schon erledigt. Hat niemand mitbekommen? Sehe ich doch. Irgendwas war da. Wieso ist der halt tot?
Das war seltsam. Es kommt davon, wenn man sich neben Säure schlafen legt. Wer ist denn bitte so doof und legt sich neben Säure schlafen? Du alleine hier? Offensichtlich nicht. Scheiße. Mein Akku ist leer. Ich muss das noch ins Schiff schaffen. Oh nein, da ist kein Safe Point. Um Gottes Willen. Doch, könnte sein. Und um den kümmern wir uns dann später, der da gerade rumgelungert ist. Auf dem Rückweg. So, Captain Matsus Befehlsschlüssel auswerfen. Okay, Diagnose ausführen. Die Betriebsparameter deines MK5 Kampfschiffs haben den akzeptablen Schadensbereich überschritten. Die Kosten für die notwendigen Reparaturen in der nächsten UDL-Reparaturanlage werden zu gleichen Anteilen auf die Crew aufgeteilt. Die ist tot. Logbuch des Captains. Die Chefingenieurin murmelte irgendwas von Ersatzteilen für Regulator-Überbrückungsdingens, bla bla bla. Shikushu. Ich setze dieses Ding auf Kurs in Richtung Groundbreaker, lasse die Triebwerke an und gehe in den Ruhestand. Lieber verhaftet werden, als dass uns die Energie ausgeht und wir ins Weltall hinausdriften. Ich hoffe nur, dass diese alte Lady noch einen letzten Trip übersteht. Nein, offensichtlich nicht. Wieso zum Paragraphen ist es in dieser gesetzesverlorenen Kolonie so schwer, Teile anzufordern? Meine Chefingenieurin schnauzt mich an, dass ich schon wieder ein anderes verfluchtes Ding anfordern soll. Und ich bekomme indessen nicht einmal eine Antwort von der Konzernleitung. Ein weiterer Tag vergeht. Auf Terra 1 landet ein weiteres Schiff, das wir nicht abschießen können. Damit ist es nun... Ich habe aufgehört zu zählen. Was ist der Sinn dahinter, dass wir hier draußen sind, wenn wir keine Verstärkung bekommen? Es scheint runterfallen. Wiedergabe der Mayday-Nachricht starten. Hello, my name is Jen. I'm the chief engineer on this gunship and I'd like to let the record show that our captain is a total fucking hullhead. I told him again and again that without fixing our regulators, spinning up the engines are going to blow through our coils and we'll go flying off in a completely random direction. Well, here we are, thinking we'll hit soil in about 30 seconds. This is your chief engineer signing off for what is probably the last time. It's a shame you can't see this middle finger I'm holding up, because I'm doing it as hard as I can. Oh. Ach, scheiße. Kein Safe Point. Na gut, da muss ich mal ganz kurz meinen Akku austauschen. Da liegt natürlich Süßkram drauf. So, Akku ausgetauscht. Dann kommt die Katze an. Verschlossen. Feuerleitmodul der Kantakurus Kanit. Ja, was ist los, Shiva? Komm doch her. Shiva, komm. Komm hier. Und du willst auch gestreichelt werden. So, oh Gott, ist das verwirrend, hier rumzulungern. Okay, machen wir eine Schnellreise. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zwei verschiedene Punkte ranzugehen. Einmal hier. Oder einmal irgendwo anders. Ja. Gleich, Shiva, gleich. Bin gleich soweit. Also hier. Wir gehen natürlich dahin, weil unser Schiff auch da ist. Ach komm. Ich will mal kurz einen anderen Auftrag an. Weiß nicht in die Sonne. Reicht das? Aha!
So bin ich auf Stella Bay gelandet. Ah, nee. Sind bei Cascadia gewesen. Nein, da warst du gerade. Na gut, ich muss mich jetzt um Shiva kümmern. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Aufnahme, würde ich sagen.